Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide zum Event hier die Geheimnisse von Azeroth präsentieren. Diesmal sind wir an Tag 8 des Events und ich würde sagen, wir schauen uns einmal an, was wir machen müssen. Zuvor sei gesagt, falls ihr die anderen Hinweise bzw. anderen Rätsel verpasst habt, ich habe zu allen diesen schon Videos aufgenommen, die werde ich euch unten verlinken. Dann müsst ihr euch am besten die vorher angucken, denn ihr könnt das nur quasi chronologisch durchbasteln. Und wenn ihr die nicht gemacht habt, dann könnt ihr jetzt quasi hier an der Stelle nicht weitermachen. Solltet ihr die schon erledigt haben, dann viel Spaß quasi beim achten Tag. Dann schauen wir uns den achten Tag an. Und zwar bin ich einmal wieder in Waldracken in dem altbekannten Gasthaus Gerösteter Geißbock. Und dort haben wir jetzt eine neue Quest, die wir annehmen können. Diesmal wieder von Bobby. Und was müssen wir machen? Sucht Waffenschmied Korev auf den und befragt ihn zum Schlüssel. Okay, also jetzt müssen wir einmal einen Waffenschmied aussuchen. Und der befindet sich einmal hier in Waldracken. Gut, den kennen wir. Das ist auch der Typ, wo ich bei Schmiedekunst hier in der Nähe bin. Ah ja, da haben wir ihn. Mit dem quatschen wir dann einmal. Und kriegen dann den nächsten Hinweis. Und den können wir uns jetzt mal durchlesen. Beziehungsweise, ich weiß schon in etwa, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich einmal in die Ebene von Onara. Das steht auch hier mit drin. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, Dollar. Wir sind jetzt einmal in der Ebene von Onara. Und zwar hier der Kleewald. Beziehungsweise Kleewald-Höhle. Und da sind wir auf den Koordinaten 62, 57. Und jetzt müssen wir wieder unsere Götze einmal einsetzen. Also Götze von Onara, das ist das Toy, was wir aus den vorherigen Episoden uns schon geholt haben. Und jetzt können wir hier ein bisschen rumlaufen. Ihr seht, wir haben hier so ein Licht drauf und wir müssen jetzt hier was suchen. Und da müssen wir jetzt irgendwo gucken, dass wir was anklicken. Also es zeigt mir an, dass es anscheinend hier an der Säule sein soll. Ah, seht ihr, da können wir was anklicken. Die uralte Schlüsselform. Und da gibt es dann eine Quest. Und mit der Quest müssen wir zurück nach Waldracken. Ich hatte irgendwie gesehen, dass hier auch was am Leuchten ist. Hastig beschriebener Stein. Ah, das zeigt einfach Koordinaten. Ah, da müssen wir... Wahrscheinlich müsste man hier wieder die Koordinaten einsetzen und kommen dann zu dem Ding. Gut, ich habe das jetzt vorher gefunden. Die Quest haben wir jetzt an der Stelle schon. Und ich würde sagen, wir gehen einmal zurück nach Waldracken. So, Dola, dann sind wir zurück in Waldracken. Jetzt einmal wieder zum Schmied. Und da können wir das Ganze abgeben. Und das war's tatsächlich schon. Diesmal eine relativ kurze Geschichte. Und damit haben wir Tag 8 bzw. den 9. Hinweis abgeschlossen. Gut, das war's jetzt schon mit dem kleinen Rätsel. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.